Männer über den Makedon. Da war ein Vater, da ging Jesus und seiner Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft, da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäerdiener, kommt dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antwortete: Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte sie aber: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat, den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Dein Wille geschehe, oft zugleich auf zu Hannes, der war Kaifers Schwäger, welch
Kirche des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch da umbracht für das Volk. Jesu nach und einander Ich folge dir gleich, was mit freudigen Schritten und lasse dich.